Willkommen, willkommen bei IT.com und RCK Service. Ich präsentiere eine Fortsetzung von einem Video. Es geht darum, betrifft um den Stand-PC von einem Silverstone. Das ist so ein Office-PC, sage ich jetzt einmal. Der hat das folgende Problem auch gehabt, eben mit der Festplatte, dass das Windows irgendwie nicht funktioniert. Er wurde immer zu heiß. So, das ist einmal der Lüfter, was dann da rennt, was dann da herkommt. Ganz genau, den werde ich hier her setzen. Nur das Kabel ist gerade nicht in die richtige Richtung, aber das haben wir gleich. So, perfekt, der sitzt drinnen an Ort und Stelle. Genau. Dann den da auch, aber ich will, dass das Kabel hier drinnen versteckt ist, im Großen und Ganzen. Und dann, dass es sich hier drinnen na, willst nicht, du gehörst aber da rein, du guter. Ja, na bitte. So, da ist einer drin, wo er hingehört, und einer da. Und später kann ich dann die zwei, ja, im Großen und Ganzen leicht so zusammenbinden. So in einer Art und Weise. Halt nicht fest, aber ja, dass das so locker zusammengebunden ist. So. Das da, na bitte, ist schon ganz anders, ist schon nicht mehr so gespannt, ist schon lockerer. So, dann machen wir einmal, na, wo ist das Grüne? Na, komm her. Na, die kommen später dran. Orange ist da hinten. So. Dann die grüne kommt hier und da vorne noch drauf. So, genau, an Ort und Stelle. Dann kommt der graue hier und der blaue, der kommt neben dazu dran an. So. Ganz genau, so gehört das, ja. Dann nehmen wir mal diesen USB hier, den 2.0, der kommt hier rein, gut, der hält. Dann dieses Audio Aux, der kommt hier rein, super, perfekt, das hält einmal und das ist locker und locker, na bitte, da haben wir's. Jetzt da. Was kommt jetzt rein? Netzteil oder Festplatte? Also, da, ja, dann werde ich einmal die Festplatte einbauen. Ganz genau. Das heißt, ich werde sie diesmal mittig ansetzen, weil dann wird es am besten gekühlt, die Festplatte. Das heißt, ich werde sie da hineinsetzen, so, nicht mehr oben oder unten, sondern mittig von den Lüfter, damit es am besten gekühlt, aber schauen wir mal, vielleicht kann ich sie ein bisschen nach vorne setzen, ist nicht möglich, das heißt, ich kann es nur so reinsetzen, die Festplatte, okay, ja dann nur so, macht auch nichts, stört mich auch nicht. So, da mal hinein, festhalten und zusperren. So, dann bewegt sich die Festplatte nicht mehr. Sehr gut. Jetzt mache ich das Netzteil. So, das gebe ich einmal dabei daher. Jetzt nehme ich das Netzteil und mache diese ganzen Kabelbinder, die was falsch sind,
oder beziehungsweise falsch zusammengeschlossen sind, werde ich jetzt einmal öffnen. So, genau, das kann man lassen. Das ist das da. Mit dem, was ist da jetzt da? Na sehr was, wieso macht man sowas? Das ist ja Blödsinn. Sowas macht man nicht. So, genau. Das kommt mit Mainboard, CPU. Das ist das Kabel, was mit dem verbunden ist. Und was ist das für ein Kabel? Ja, die Verlängerung, ha? Sonst würde das anders nicht gehen, oder wie? Naja, dann machen wir das einmal einen kleinen Tausch, weil ich habe einen anderen da. Wir brauchen kein Yellow, sondern den normalen Kabel. So, das heißt, dauert einen Augenblick, ganz genau. So, diesen Yellow-Kabel. Den Yellow-Kabel habe ich jetzt wieder reingegeben. Und jetzt nehme ich nur einen einfachen Kabel. So, genau, das ist das da, dass das mit den, obwohl, ja, das ist aber unten, das würde sich bis oben nicht ausgehen, das ist eh klar. Das heißt, der kriegt nur den ersten Stromkabelanschluss, gleich von Anhieb. Genau. Ganz genau, den ersten Kabelanschluss. Ja. Und das ist dann für oben gedacht, dann. Ja. Genau. Und den werde ich auch eventuell so zusammensetzen, dass das Kabel so hält und dann kriegt er den ersten Anschluss, was überhaupt für das dort oben gedacht ist. Okay. Gut, dann hole ich aber meine Kabelbinder. So, da. So, das sind meine guten Kabelbinder. Ich habe schon etliche verbraucht von meinen Kabelbindern. So. So, dass das auch ordentlich zusammengebunden ist, das Ganze. Perfekt. So, weil das bewegt sich dann nicht mehr. So, kann ich da ablegen, ja, das stört sonst. Dann nehme ich jetzt da die anderen noch, was ich habe. Nein, nicht die roten. Nicht die roten, ich brauche die anderen. Oh, ja. Yes. Ganz genau, so. Mal die gelben, was ich da habe, dass das auch ordentlich hält. So, dann kann das nicht mehr hin und her spazieren, das Ganze. So, da haben wir mal da weg, das Kabel. So, den Binder. Der da, ja, machen wir einen zusätzlich hier, mein Gott. Einen zusätzlich hier rein, den gelben. So, das ist einmal erledigt, das Kabel. Das Kabel passt eh, das passt auch mit dem Kabel. Nur irgendwie da hier passt mir das nicht so gut, weil das ist irgendwie zu lang, irgendwie, ja, wird da eins zusätzlich reinsetzen. So ein Kabelbinder, einen. Das gefällt mir nicht so gut, wenn das so locker ist. So, genau, mittig, so. So, jetzt kann ich hergehen, das Netzteil einbauen, beziehungsweise einsetzen einmal. So, nehmen wir den guten, den guten wieder her. Das Netzteil. Könnte man, gebe ich so hinein, das Netzteil. So, na komm,
Genau, so klärst du. Ja. Gut. Aber du gehst mal dauernd spazieren. Na, pass auf. Mit mir machst du das nicht, dass du dauernd spazieren gehst, oder? Na, was denn? Müsst mich ärgern gerade, ha? So, da gehörst rein. Du guter. So, nicht fest, nur einmal, dass eben die Verbindung besteht. So, an da, eine. Und erst dann, wenn alle Schrauben an Ort und Stelle sind, erst dann kann man das fest anziehen. Weil wenn es zu fest angezogen ist, besteht die Möglichkeit, dass das Netzteil nicht mehr hin und her schieben kann. Ja? Weil es soll ja auch halten, das Netzteil. So, jetzt kann ich fest anziehen, die Schrauben vom Netzteil. So, noch den letzten. Na komm, so, der kommt hier rein. Perfekt, der sitzt an Ort und Stelle, wie es gehört. So fürs Erste. Und jetzt da, was kommt jetzt? Was gemacht wird? Eben, dass man die Kabeln da verbindet. Na, pass auf, dann kann man das einmal so vertauschen, weil das passt mir gerade eben nicht. So, vielleicht. Aber trotzdem wackelt der, obwohl der fest drinnen sitzt. Interessant. So geht sich das nicht aus, ha? Naja, taugt mir nicht so gerade besonders. Aber bitte, vielleicht habe ich eine andere Möglichkeit dann. So, das kommt beim CPU-Verbindung, der Stromanschluss. Und wohl bemerkt, muss man das auch beachten, in welche Richtung man das Kabel einsteckt. Weil wenn man es falsch ansteckt, kann passieren, dass das Kabel nicht reingeht bzw. abbricht. Die Pins oder so etwas in der Richtung. Das wäre dann fatal. Na, wo gehst du hin? Ich brauch dich da. Genau, komm her. So, dann können wir das einmal da her setzen. So. So, weil dann geht er nicht mehr hin und her spazieren, sondern ist fix dran an Ort und Stelle. Das Ganze, aber ich werde ihm ja mal überlegen, wie ich das mache, ohne dass die Kabeln reingehen bei Jan, weil es wäre fatal, wenn die Kabeln ja so in dieser Art Richtung genau, ganz genau so. Na, so bleibst du, habe ich gemeint. Na komm, tu mir jetzt so nicht da jagen, bitte. Na? So. Dann können wir hergehen. Mal weg. Passt fürs Erste. Ja, das mache ich dann eh auch noch hier irgendwie so fest, dass das noch hält. So, jetzt brauche ich einmal vom Mainboard selber. Wo haben wir den guten? Da ist er, der gute. Das heißt, meines, ohne dass das irgendwie stört, weil das werde ich später verbinden in einem, so. Das heißt, ich werde den, ja genau, so her machen. Auch die Richtung beachten. So.
Genau. Passt. Der ist drinnen. Nachschauen. Genau, der sitzt an Ort und Stelle, so wie es gehört. So, dann nehmen wir einen Kabelbinder, einmal fürs Erste. Und jetzt schauen wir, dass wir das irgendwie verbinden können. Genau. Anders habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, als wieso, dass das so bleibt. Genau. Jetzt kann man hergehen und das lösen. So. Dann die Festplatte selber. Ja, gut. Das ist ein bisschen hoch jetzt da. Aha. Na, pass auf. Wenn wir das Ganze einmal nur einmal links rumdrehen. Genau. Weil das kommt dann oben am CD-Läufer. Den werden wir wohl bemerkt. Diese L-Richtung muss man beachten. Ja. Das heißt, ich werde die Kabel komplett neu einrichten, weil die, was jetzt drauf waren, die Kabel, wie es waren, hat hinten und vorne nicht gepasst. So, das ist einmal drinnen. Die L-Richtung, genau. Das machen wir dann hier so fest. Genau. Und den machen wir dann hier so fest und kommt hier so rein. Sehr gut. So, machen wir das gleich einmal so. So, damit das auch schön hält. Super. Perfekt. Ja, wunderbar. Was will man mehr? Einmal einen zusätzlich, dass das ordentlich hält. Hier rein. Genau. Anders habe ich mir nicht vorgestellt, als wieso. Passt. So, jetzt dann nehme ich diesen einen, was ich gesagt habe. Die Verlängerung. Obwohl, das wäre dann alles zu lang. Geschmann. Das heißt, ich werde den so herbinden. Eventuell. Dann ja. Okay, dann passt's. Gut. Dann nehmen wir den. Steckt man da rein, wie es gehört, in die richtige Richtung. Und jetzt da wieder beachten, dieses L-Formation beim CD-Läufer. So, ist drinnen. Jetzt nehme ich einen Kabelbinder wieder. Und das kommt jetzt so ran. Ja? Das Ganze, das Gute. Zuerst mache ich mal das hier fest und das kann ich später noch festmachen. Das heißt, ich mache zuerst einmal so, dass das einmal dran bleibt, dass er nicht hin und her spazieren geht, der Gute. So. Und jetzt vom CD-Läufer das Kabel ein bisschen so her antackern, beziehungsweise so, genau, dann ist es auch wunderbar schön, schaut optisch auch genial aus, passt. Einen nehme ich noch, weil da kommt viel Strom hinein. Das heißt, ich werde den noch einmal zusätzlich hier festmachen. So, genau, passt. Ein bisschen länger lassen. So,
So, das alles hält einmal fürs Erste. So, da. Dann D2 werde ich so hier machen. D2. So, hier unten nehmen oder soll ich ihn lieber von da oben? Könnte ich auch machen, ja. Von hier oben. So, dass die zusammenbleiben, damit keiner in den Lüfter reinkommt, weil das wäre fatal. So, eventuell. Genau, nicht zu viel Spannung, nur halt so weit halt möglich. Passt. Ganz genau. Super. Oder soll ich den lieber doch so runtersetzen? Wie schaut es so aus dann, wenn ich den jetzt angenommen da runtersetze? So wie ich ihn haben wollte. Ist ein bisschen zu viel Spannung. Ha? Von dem Ganzen. So ist es. Ja, ich lasse es so. So ist es besser. Da ist nicht so viel Spannung drinnen. So, das kann man so lassen. Jetzt nehmen wir die ganzen S8R-Kabeln dazu, die was gehören. So, DVD und HD. Gut. Jetzt muss ich nur schauen, wo ist die Nummer 1? 1 und 2 hier, ha? Die waren verkehrt drinnen. Ja. Da war wirklich ein Opfer drauf. Wirklich. So, das heißt, der 1er, der kommt hier rein. Das ist für die Festplatte, für die HDD. Wohl bemerkt, auch wieder diese L-Form beachten. Dann werden wir einmal hier reingehen, hier durchfädeln, im Großen und Ganzen. So, ja, dann braucht man keinen Kabelbinder für den. Warte mal, muss ich kurz überlegen, weil das haut jetzt nicht so gerade nicht so hin, wie ich möchte. Machen wir das andersrum, weil das ist ein so in diese Richtung. Na gut, dann machen wir mal so. Gehen wir hier rein. Mal so. Genau. Und den so einfädeln. Perfekt. Super. Weil das hält eh von alleine, der braucht keinen Kabelbinder. Der haltet von allein. So, und jetzt machen wir auch noch den einen vom DVD. Das heißt, der kommt hier rein. So, ganz genau. Den werde ich hier durchfädeln, einmal fürs Erste. So wie den anderen. Und dann gehen wir entlang, so her, das ist gleich die richtige Richtung, super, gefällt mir sogar. Dann werde ich den hier dadurch schieben, so, na ein bisschen noch, so da, und der kommt jetzt hier rein. Auch wieder beachten die L-Richtung, die Form, so, und passt. Mehr braucht man nicht. Das haltet ihr von alleine. Was ich jetzt noch machen werde, ist diese Kabel auf der Rückseite ein bisschen befestigen. Das zeige ich euch. Ich muss nur umdrehen, den guten. So her. So, jetzt wird das hier. Das brauche ich nicht festmachen. Das hält er schon von alleine so gut wie es geht. Nur halt diese Kabel. Hier schön einmal anbinden und das war's. So, da, das heißt, ich werde genau von hier kommen, mit denen so zusammen.
So, das hält. Das haltet schon wie andere. So. Perfekt. So, jetzt drehen wir den guten wieder um. Oh, jetzt könnt ihr das Ergebnis sehen. So, perfekt. Ist alles erledigt. Alles tipptopp an Ort und Stelle, wie es gehört. Super. Jedes Kabel hat seinen Spielraum. Perfekt. Und es ist noch immer noch genug Platz da, falls man eine Grafikkarte noch einbauen möchte. Ist noch genug Platz da. Super. Also, ich werde dann hier den ganzen Mist, was ich da habe, wegräumen. Und jetzt dann anschließend das Windows neu aufsetzen, neu aufspielen. Und was ich jetzt noch machen werde, ein Teststart, um das euch auch noch zu zeigen. So, um das jetzt euch zu zeigen, könnt ihr das jetzt einmal gut begutachten, das einmal gut anschauen. Alle Kabeln an Ort und Stelle muss angeschlossen gehören. Alles mit Kabelmanagement gemacht, gereinigt, die Kontakte gereinigt, dann einen zusätzlichen Lüfter noch eingebaut, dass eben der Airflow, die Zirkulation, die Luft am besten gegeben ist. Jetzt habe ich die Kabeln alle angeschlossen, also wie Bild, Maus, Tastatur und Stromkabel. Monitor ist ja schon an. Sie können es ja sehen. Monitor ist an, er ist bereit. Jetzt werden wir ihm einmal Strom geben, den guten. Genau, Strom ist einmal da. Und was jetzt noch fehlt, dass man ihn einmal ganz kurz einschalten. Genau. Ja, wo bist du denn? Dieser Knopfi von dir, ha? Wo ist dein Startknopf? Ja, wo schalte ich dich dann ein, mein Guter? Dein Ernst? Hast du keinen Startknopf? Ah, hier! Ist aber gut versteckt. Schaut euch das mal an. Das ist gut versteckt, dieser Startknopf. Ja, gut, dann schalten wir mal den ein. Na? Die Lüfter arbeiten. Ich glaube, dass es falsch angeschlossen hat, die zwei. Das hier unten. Genau da in der Ecke, das meine ich. Wo die Start- und Reset-Knopf ist. Ich glaube, die sind falsch angeschlossen. Aber wie Sie sehen könnt, er startet. Windows ist er da. Funktioniert alles bis jetzt? Nur dieses Klopfen, was man da hört, muss ich einmal schauen. Was das sein kann. Schauen wir mal gleich. Wenn ich jetzt da den angenommen, den, oh, na, nicht mein Finger, erst. Angenommen, ich nehme jetzt da den einmal runter.
Ah, jetzt ist das Klopfen weg. Jetzt ist das Klopfen vorbei. Ha, das ist der eine Lüfter. Okay, den werde ich später mit der gegebenen Zeit austauschen. Das ist der Lüfter, den was ich zusätzlich eingebaut habe. Der macht das Geräusch, aber passt. Gut, jetzt schauen wir mal da. Windows ist ja schon perfekt da. Also Leute, meine YouTuber-Freunde, ich kann euch sagen, das ist alles super top gelaufen. Top die Bude. Und wenn euch das Video von dem Silverstone-PC, dem Homeoffice-PC, euch gefallen hat bisher, dann kann ich euch nur sagen, dann könnt ihr mir ein Like oder ein Abo lassen. Und was mein größter Wunsch wäre, wenn ich es noch schaffen würde, würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ich bis Ende des Jahres meine 100 Abonnenten habe. Das würde mich sehr freuen, wenn ich das hinbekomme. Das würde mich sehr freuen. Danke, ihr seid die Besten.